Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Willkommen in unserem neuesten Projekt. Und zwar, was haben wir jetzt wieder vor? Mein YouTube-Studio wird umgebaut. Weil wir haben ja einen neuen Tisch. So, das habt ihr ja schon mitbekommen. Da hinten steht er noch unterm Dach. Und das ist ja nicht der optimale Platz da unterm Dach da. Sondern er muss hier rein in mein YouTube-Studio. So. Natürlich ist das jetzt hier offen. Auch gerade nicht so optimale Lösung, weil wir so dran gearbeitet haben an dem Tisch hier. Und soll ja ein bisschen pfleglich behandelt werden, der Tisch. Jetzt, Obacht, was machen wir? Ein Dach drüber. Hier kommt jetzt ein Dach drüber. Maße so 3,50 Meter, 3,50 Meter. Ein bisschen jetzt moderner Style hier. Kommt noch so ein Spitzdach so noch da vorne raus. So, ne? Und ein bisschen... modern machen wir jetzt da, ganz modern. Und zwar kommen die Jungs wieder, die hier am Kai-Mauerbau waren. Die kommen auch wieder, die freuen sich schon. Da haben wir schon wieder einen Preis ausgehandelt. Und jetzt haben die schon den Plan gemacht, was sie dafür brauchen an Material. Dach, Eisen, also die Ständerle, Zement und Sand und Kies. Obwohl Zement haben wir noch da, Kies haben wir auch noch da, fehlt noch Sand, fehlt noch. Und natürlich das Dach müssen wir jetzt bestellen und einen Ständer brauchen wir noch. Ich habe noch einen Ständer auch noch da. Ich habe noch einen Ständer, ne? Und wir müssen noch einen Ständer müssen wir noch kaufen. So, den kann man dann durchsägen, weil die sind 6 Meter lang. Dann passt das jetzt genau rein, gut 3 Meter. Passt dann da rein. Das würde ich sagen, machen wir jetzt. Ich zeige euch nochmal den Tisch, gell, wie geil der aussieht. Wir fahren aber erst zum unserem Händler des Vertrauens und bestellen da jetzt Material. Normalerweise müssen die schon jetzt einen roten Teppich auskehren, du, wenn wir kommen. Ehrlich, du, wirklich war sind der Stammkunde da. Na gut, also, das machen wir jetzt. Auf geht's. So, um dieses Schmuckstück geht es hier. Habt ihr alle schon verfolgt, den Bau hier von dem Tisch. Restauration. Der ist ja fertig. Und viele fragen schon, was das für ein Holzart ist. Ne? Das ist also Ironwood, Eisenholz. Und wirklich ein verdammt hartes Holz. Ne? Und schwer wie die Sau. Kriege ich gar nicht rübergetragen. Ne? Naja, auf jeden Fall, der muss jetzt dann dahin. 100 Jahre alt der Tisch, ne? 100 Jahre alt und der Baum war auch so ungefähr 100 Jahre alt. Ne? War schon ein ganz alter Baum da. Richtige Antiquität hier. Der Händler unseres Vertrauens. Wo ist der rote Teppich vorn? Wieso, my me? Wir brauchen den mittlerweile. Aber ich habe was anderes gesehen hier. Moment mal. Tada! Gab es auch schon mal Fragen, ob die überhaupt zugelassen sind in Thailand? Diese Quatsch. Jo. Die kannst du hier auch kaufen. Die kannst du hier auch fahren. Mit Hängerkupplung, ey geil, ey, mit Hängerkupplung, ey super. So, Honda. Ein Honda. Da habe ich jetzt keinerlei Informationen hier. Aber geile Spaßfahrzeuge, sag ich dir. Ja? Schön. Warum hat da hinten andere Felgen drauf als vorne? Nicht schön. Ich schweife ab. Jungs, wir brauchen nur Metall. Zwar nicht viel. Wie gesagt, das meiste habe ich noch zu Hause liegen. Ständerle brauchen wir jetzt noch. Quadratisch wurde gewünscht. Schauen, ich die dann nehme. Aber die habe ich doch gar nicht da. Das heißt, ich brauche doch dann zwei. Nee. Weil den habe ich nämlich nicht zu Hause. Ja. Den habe ich nicht da. Aber wie hat dies oder zu Hause oder dies oder diese? Die haben wir da, die da. Die habe ich da. Zwei. Ja, die habe ich. Eine. Eine, ja. Also, jetzt haben wir hier 750,
1,5 mm dick, 650, 1,2 dick. Nehmen wir den dicken, wa? Je dicker, desto lieber. Okay. Farbe fürs Dach. 03, 130, 125. Geht immer nach. Denkst du da, ich denke an. Farbe und denk, Dicke. Denk. Ich guck hinten, ne? Ich guck hinten. Yes. Alles immer geht Meterpreis dann, ne? Yes. Ich glaub, der weiß ja. Member. Ja. Da liegen sie. Rot wollen wir haben. Rot. Ich glaube, das war die Farbe hier. Da. Das war diese hier. Ne? Sind 10, oder? Die waren doch gleich, oder? Das hat nicht genug. Wie nicht genug? Da ist eine dicke Rolle hier. Nein, die rote Farbe. Ja. Ja gut, dann. Das heißt sie. Oh, ja gut. Na, ja, ne? Also in Farben ist ja hier wohl kein Mangel da. Und so die Farbe hier, guck mal, ist auch schön. Auch rot. Heller wird sie sowieso wieder. Unterschied, pass auf hier, 0,3 und der hat 0,35, der ist ein bisschen dicker und der kostet dann 100, er weiß nicht, der muss Chefin fragen, Chefin ist unter der Dusche, sag ich, kann mal eben geschwind hingehen und Chefin fragen unter der Dusche hier, da bin ich tolerant, 150 meinte er oder so. Kommt auch die Farbe jetzt gar nicht mal so drauf an, dann, ne? Weil das sieht man eh nicht. Ne? Diese hier, scheißegal. Sie ist von dem eh nichts. Ne? Das ist nur das Stück vorne da, was sie da ein bisschen anders machen. Und der Rest ist eigentlich, das sieht man eh nicht. Ne? Das spielt da keine Rolle. Ne? Hightech hier. Habe ich schon mal gezeigt. Ne? Also, die Rolle kommt oben drauf. Dann hier über die Walzstraße drüber. Zack, zack, zack. Und dann wird aus dem glatten Blech dann so Struktur, ne? Wie da haben wir es entweder dann so, wie an der Gewand dann da ist oder so. Alles nach Wunsch. Biegend machen wir auch. Biegen, ne, so rum, wie das haben wir. Das machen wir heute nicht. Heute machen wir es nur glatt oben drauf. Schön, hier wird was geboten hier durch. Geil, ey. Selbe System wie beim Daimler. Beim E-Wagen Akku tauschen. Hatten dasselbe dran. Ne? Genauso. Und dann den Akku raushebeln. Ein Haken links, ein Haken rechts und dann raus damit. Ne? Und die sind auch sauschwer, die Akkus da von der E-Wagen. Ne? Oder vom Stadler. Wir haben streng geparkt, ja? Neue Rolle oder was, ne? Huh?
abladen, bitte. Einspannen. So, pass auf, jetzt kannst du das Zeug jetzt hier eingeben, wie lang. Gleich liefern, wa? Wenn sie sofort bringen hier. Machen sie auch sofort. Tilak. Was machst du da? Hast du etwas Wegzehrung mitgebracht? Ach, die sind lecker. Ach komm her, gib mir auch mal einen hier, komm. Bitte nicht machen. Kaufen. Wie viel kostet? 10 Mark. 10 Baht. Eine Tüte. Jetzt, wo ist das Eis? Meini. Oh ja, auch kacke, ey. Wie ohne Eis? Prompte Lieferung, wa? In Thailand immer. Zack, zack, sofort. Kommst du hin und sofort wird geliefert. Sofort. Ich bin noch gar nicht zu Hause und ist das Zeug schon da. Papa ist noch da, scheißegal. Abladen und dann fertig, ne? Also, wird sofort geliefert. Preis mal jetzt für das Blech und für... Rahmenlänge ziehen. Blech 3.354. Blech. Dann hier Eisen war 759. Zwei Stück. Und was das hier noch besteht? Einmal, was ist das? Ach, hier nochmal so einer quer noch. Einer quer noch. 5.932. Inklusive Lieferung. Und. Das Dach ist ja teurer wie der ganze Tisch. Ha. Schlimm, ehrlich. Gut, also, die laden auf und wir fahren. Was muss Papa haben? Noch Zigaretten? Ja, Pharmazie. Aber billiger Tabak da, weißt du, der stinkt und qualmt, der kostet auch hier nichts. Und Zigaretten sind verdammt billig hier. Tabak sowieso. Also los, auf geht's. Da kommt er schon. Ah, es geht hier ratzfatz hier, du. Zack, zack, zack. Ja, die wissen, wo wir wohnen. Abladen bitte. Die Teile sind schwer, ne? Verseht ihr da mal nicht. Die sind schwer, die Dinger. Alles zum Service gehört, ist alles dabei hier. Für eine gute Teilung. Bauplatz hier. Ja, ne? Sand fehlt noch. Da ist nichts mehr da. Schubkarre braucht Arbeit. Ein Kies haben wir noch. Das reicht aber. Da fehlt noch ein bisschen Sand. Ja, Kies haben wir noch genug da. Ne? Passt. Prima. Das sind die Kleinen hier. Hier die Kleinen. Kommen wir mal davor als Dach. Mhm. Als Dach von dem Dach. Interessant. Modern.
So, und schon sind sie da. Das Dream Team. Ein, zwei, der dritte ist gerade hinten, holt noch Material. Löcher ist klar, von Hand. Ich hätte ja noch eine Bohrmaschine, aber haben sie gesagt, nö. Wo sind nicht, nö. Ne? Vier Stück an der Zahl. So, die vernünftig dicken Ständerle. Die dicken Ständerle. Und einer zur Verstrebung da noch. Aber ich habe kleinen, habe ich auch noch da. Das ist ja meine. Naja, immer kommen sie ohne Werkzeug, aber ich habe alles da. Ist nicht das Problem. Und dann auf geht's, Jungs. Daran soll es auch nicht liegen, das habe ich auch noch da. Hui. Hui. Das ist schon hoch, Kollege. Tiefer, tiefer. Tiefer, tiefer. Ja, tiefer, tiefer. Muss ja was halten, ne? Tiefer, tiefer und breiter, ist klar. Ja, ich schätze wenig mit dem Loch. So, jetzt das große Rätsel. Für was könnte das wohl sein? Ja, für was könnte das sein? Überlegung, Thai-Style. Was ist das? Obwohl das Schweißen da über dieser Stelle da ist vielleicht auch gerade nicht so förderlich hier. Ne, wenn da mal solche Gase ausströmen sollten. Heute Morgen noch ordentliches Osterei gelegt. Man weiß ja nie so genau, ne? Ein widerlicher Kerl. Wir haben hier scheiße Bodenwand hier. Hart wie Kruppstahl. Jetzt ist diese rote Erde, ne? Diese. Das ist wahnsinnig hart, ja. Ja, Frau Chefin. Hallo. Hallo. Jetzt guck mal hier, was sie macht hier. Jetzt sitzt die da ähnlich du und guckt die Jungs direkt auf die Finger. Ist das nicht schlimm, Frau Chefin? Normale. Ich nicht gucken, ich schlafe. Was ist das für eine Kultur, hier schlafen? Du! Guck mal die Banane. Okay, guck die Banane. Okay. Da ist die Auflösung. Das gibt nochmal Stabilität, wie so ein Fuß, ne? Das ist ja richtig, das schön verbinden kann in diesem Beton da. Und er guckt nicht tiefer, sag ich. Er guckt nicht tiefer. Ich hätte es tiefer noch jetzt gemacht. Aber es sei ausreichend, weil der Fuß breit ist, sagen sie. Naja, gut. Wir werden sehen. Natürlich Beton wieder von Hand, ist klar. Nichts mit Maschine hier. Auf der Lohn, ne? Ja. Man wird jetzt langsam kommen. Herrlich. Gesunde Mischung. Ja, wo ist denn Papa mit seinem Verdichter? Ja, was hier mit hier zack, 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 hier gut verdichten. Wo ist Papa? Sein Job hier. Er sitzt auch schon. Also hoch genug wird's, ne? Das soll nicht das Thema sein. Leichtes Gefälle nach hinten, aha. Gut, da kann jetzt nichts passieren. Wir haben die angeschweißt als Stütze hier.
Gut. Jetzt sagen sie, Pause machen, trocknen. Gut. So, ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Ist schon lange wieder geworden, ich weiß schon wieder. Wir sehen uns morgen wieder, geht's nahtlos weiter. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Pause hier, dass es trocknet. Und dann geht's weiter mit dem Dach machen und hier, was wir sonst alles machen. Das zeige ich dann morgen. Gut, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Wer noch nicht abonniert hat, unten rechts Abo-Button drücken. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und tschüssle. Ciao.